Hallo zusammen! Herzlich willkommen bei unserem neuen Video aus unserem Geschäftsalltag. Wir haben gerade ein Auto gekauft, vom Auto 1 nach, glaube ich, einem Jahr. Ist schon länger her, dass wir das letzte Auto gekauft haben bei Auto 1. Das muss man sich echt vorstellen. Ich kann es genau sagen, es war am 10. September 2020. Eineinhalb Jahre her, oder? Das war das letzte Mal, dass wir ein Auto bekommen haben. Ja. Da war jetzt lange Zeit auch bei Auto 1 nichts mehr zu bekommen durch den extremen Sprung an Preisen, was da momentan stattgefunden hat. Und das ist das erste Auto seit eineinhalb Jahren, was wir jetzt wieder bei Auto 1 rein zufällig mal gekauft haben. Und das ist ein 645er, ein altes Auto. Naja. Das ist jetzt, wir haben Baujahr 2004. Ja, noch keine 20 Jahre alt, aber immerhin wieder mal ein älteres Fahrzeug. In letzter Zeit haben wir fast nur noch Leasingrückläufer gemacht jetzt. Ja. Und früher vor Corona haben wir nur ganz alte Autos gemacht. Ja, ganz alt. Also das war Youngtimer, also wo die Zeit war mit Dieselskandal, war ich der Umstieg zu Youngtimer, Oldtimer-Fahrzeugen und natürlich aber auch jüngere mit so ein bisschen Spaßfaktor. Genau. Das haben wir gemacht. Und jetzt seit langem wieder mal ein Auto, was auch ein bisschen Spaß machen soll, ein V8 eben, ein schöner 6er mit V8-Motor. Ich kann das Auto gleich zeigen. Ja. Hier ist das Auto, ein 645er Coupé. Mit Automatikgetriebe. Automatik, ja, genau. Schwarz-Schwarz ist ganz schön. Hat Winterräder drauf. Da müssen wir schauen, ob wir die drauf lassen oder ob wir die vielleicht tauschen. Das Besondere ist an dem Auto, das habe ich mir vorher noch angeschaut anhand der Fahrgestellnummer, die extrem gute Historie vom Fahrzeug. Das Checkheft. Ne? Service, alles bei BMW. Alles bei BMW vom ersten bis zum letzten Tag in der Historie vermerkt. Und auch im Checkheft können wir auch gleich mal drauf schauen. Auto ist eigentlich soweit ganz okay, man sieht ganz wichtig, Sportsitze, schwarz, Automatik. Ja, ein paar Gebrauchsspuren hat es schon. Hat bestimmt ein älterer hergefahren oder eine ältere Dame. Am Lack muss etwas gemacht werden, das ist klar. Jetzt die Türverkleidung haben wir vorher auch gesehen, die ist ziemlich, vom Einsteigen ein bisschen kaputt, aber das kann man alles instand setzen. Das sind so die kleinen Schäden, wir können mal kurz zurückgehen, in den Ausstatt noch kurz reingucken, was er da drinnen hat. Vielleicht kannst du das Bild größer machen. Das ist ganz klar, das ist vom Ein- und Aussteigen. Das war doch ein tiefes Auto, wahrscheinlich eine ältere Person gefahren. Aber das ist ohne weiteres ganz einfach mit Aufbereitung, Lederaufbereitung wieder. Ja, oder zum Sattler. Das glaube ich nicht, das ist nur oben die Oberfläche. Ja. Das ist wirklich nur Oberfläche. Man sieht auch hier, das sind ganz normale. Bei dem 6er Leder ist es ganz heftig, was hier die Abnutzungsspuren angeht. Das muss man einfach mal nachfärben. Das Auto muss richtig aufbereitet werden. Ja. Das ist schon nach Jahren. Seit Jahren wahrscheinlich nicht sauber gemacht worden. Da war die Türverkleidung. Das sieht man hier ganz typisch vom Ein- und Aussteigen. Hat die Füße nicht mehr heben können. Also war bestimmt ältere Person. Das wird halt eben alles sauber gemacht, wird abgeschliffen und dann auch wieder lackiert. Also du musst es deswegen jetzt nicht austauschen. Aber das ist auch ganz typisch beim 6er BMW, dass die immer gerne hängen bleiben. Das haben die oft, ja. Und das, wie gesagt, das ist nur zum Färben. Ist also jetzt nichts Schlimmes. Und das sind die typischen Stellen. Türanschlagkanten muss man eigentlich auch nur ausbessern. Das wird bestimmt lackiert. Kann man vielleicht Smart Repair machen? Eventuell, wie weit ihr im Hinter geht, ob das jetzt nur bis da ist oder ob es weitergeht, das müssen wir uns anschauen. Dann hier auch wieder typisch eine Delle an der Kante hier, sieht man da eine kleine Delle. Das Lackschaden ein bisschen, Und eben hier Seitenteil hinten muss lackiert werden, ganz sicher. Und auch, das ist auch wieder Türkante hier, ist auch die typische äußerste Kante, was immer kaputt ist. Und hier vorne Kotflügel, die Katze wird auch komplett lackiert. Und hier vorne geht er noch weiter. Also zum Lackieren muss er auf jeden Fall. Und Stoßstangen wahrscheinlich hier vorne auch. Aha, ist alles angefahren. Ja, deswegen. Aber das ist typisch vom Auto 1. Ne? Ja. Das ist halt so, dass die Besitzer die Autos lange fahren und nichts machen. Ja, und wenn man das Auto dann als Händler bekommt, muss man auf jeden Fall ganz viel auf einmal machen. Ja, oder man macht es nicht und verkauft ihn gleich wieder zum gleichen Kurs weiter oder so. Aber wir machen das halt. Aber das macht keinen Sinn bei so einem schönen Auto. Man sieht mal jetzt hier allein hier die Historie vom ersten Tag an. Bei BMW in Frankfurt ausgeliefert, dann das ist noch nicht mal der erste Service, habe ich geschaut, das ist schon der zweite Service gewesen. Haben die nicht abgestempelt? Den ersten bei 17.000 Kilometer haben sie gar nicht abgestempelt, weil er so viele gehabt hat. Dann ging es weiter, 26 wieder in Dreieich bei Frankfurt oben. Dann hier in Kloppenburg bei BMW, der wahrscheinlich beim Zweitbesitzer gewesen. Und
dann weitergehend hier immer noch Kloppenburg bis zuletzt, glaube ich, ja, bis zuletzt war er bei Kloppenburg. Und das war jetzt auch bei 89.000 der letzte Service, was gemacht worden ist. Drauf? Jetzt hat er 92.000 Kilometer. Ist natürlich schon sehr gut für so ein Auto. Man sieht, das Auto hat eine optisch was, wie gesagt, bis auf die Felgen gut aussieht. Gut, der braucht gut aussieht. Auf jeden Fall andere Felgen, ja, das ist klar. Oder man lässt die drauf, die Winterräder, neue schöne Sommerreifen drauf, dann kann man auch so verkaufen. Ja. Wie gesagt, wenn der Preis passt, geht so ein Auto auch immer weg. Und man COC-Papier sieht, genau, COC-Papier, ganz wichtig fürs Ausland. Ausland. Ja. Wenn einer das braucht, im Ausland zum Zulassen. Ich schätze sowieso, dass der Richtung Frankreich gehen würde, wieder zum Verkaufen. Mhm. Und hier sieht man auch die originalen Scheine. Also das Auto war lange Zeit in einer Besitzerhand. Das ist noch ein richtig alter Schein. Und Innenausstattung, wie gesagt, nur vorne. Fahrersitz wird auch wahrscheinlich nur von einer Person gefahren worden sein, wenn man sich anschaut. Und hier sieht man die Abnutzung. Hier drüben ist überhaupt nichts zu sehen. Wahrscheinlich nur eine Person meistens gefahren im Auto. Hier sieht man auch so gut wie keine Abnutzungsspuren. Ja, das ist jetzt mal der erste Stand vom Fahrzeug. Was Auto. Wir so wissen, das ist da der Motorlauf. Ja, können wir mal laufen lassen. Hier. Mit der Ventilschaftdichtung. Wir hoffen, der hat es nicht. Bei den Kilometern ganz sicher nicht. Vor allem, er hat ja 1000 Ölwechsel gehabt. Mhm. Das ist nur ganz schlimm, wenn die Autos 250.000 gelaufen haben und dann nichts gemacht worden ist die letzte Zeit. Dann kommt irgendwann mal ganz normal der Abrieb von der Schaftdichtung und dann hauen die auch so raus. Wichtig ist zuletzt auch bestätigt bei BMW, Deckeldichtungen sind neu gemacht worden. Das ist auch eine kleine Gleichigkeit, wo sie gerne immer hier vorne immer in dem Bereich Öl verlieren. Ist auch alles frisch gemacht. Und ich glaube, ein paar andere Sachen. Vorne ist auch einer abgedichtet worden und. Also wie gesagt, jede Kleinigkeit ist bei BMW gemacht worden, bei dem Auto. So eine Historie wird man bei so einem Auto heutzutage nicht mehr oft finden, weil eben die Autos nicht mehr lange in einer Besitzerhand sind, sondern einfach nur noch durchgeschoben werden nach 2-3 Jahren. Und dann werden sie sozusagen in den Zustand versetzt, wo man eigentlich nicht mehr so ein Auto haben will. Das ist noch ein Auto, wo wirklich jemand lange Spaß gehabt hat und auch lange investiert hat ins Fahrzeug. Ja. Und solche Autos sind wir eigentlich immer auf der Suche. Wir wissen jetzt auch gar nicht, wo das Auto aktuell steht. In Germersheim hier. Da sollen wir das Auto abholen. Da sollen wir das Auto abholen, ja. Irgendwo in der Nähe, dort rund um Stuttgart, und Karlsruhe. In dem Bereich irgendwo muss das Auto jetzt gerade aktuell stehen. Da kommt es zu einer Spedition und dort holen wir das dann ab. Genau. Wahrscheinlich mit unserem Kompakt wieder. Ja. Also weit ist es jetzt nicht von uns, von München. Aktuell steht er in Ladenburg, also es ist nicht so weit weg. Aha. Und ja, und das ist alles, was wir halt wissen vom Auto 1. Wir haben das Auto so nicht gesehen, erst bei der Übergabe. Mhm. Ja, das sind die ganzen Bilder mit den Schäden, Profil vom Reifen, oder? Reifen, die kann man wegschmeißen, haben wir schon gesagt. Am Ende. Die Bremse wird wahrscheinlich auch nicht mehr gut sein, die werden auch austauschen. Nur alte Reifen, 2009. Ja, das ist das erste von dem Fahrzeug, schätze ich mal, dass der das erste Mal die Winterräder bekommen hat, wahrscheinlich damals. Vielleicht ist am Anfang gar nicht im Winter gefahren worden. Ja. Und die werden dementsprechend. Das hätte bei unserem Kompakt nicht gereicht. Nee, die sind nach einem Jahr weg. Das die sieht Winterreifen. Man jetzt, die Reifen, ja, man kann schon noch fahren, aber die passt halt nicht zu so einem Auto. Ja, heute Morgen sind wir schon recht früh aufgestanden, sind schon auf der Autobahn. Man sieht, es ist euch viel Verkehr in die andere Richtung zum Glück. Wir sind aber heute nicht auf dem Weg den 6er abholen, sondern wir haben jetzt aktuell noch knapp 450 Kilometer vor uns Richtung Nordrhein-Westfalen. Da holen wir nämlich einen Opel Insignia Sportstourer ab, einen Diesel 2 Liter. Ja. Und der 6er BMW verzögert sich noch aufgrund der Tatsache, dass aktuell die Speditionen die Autos einfach nicht liefern. Obwohl, wie man sieht, LKWs würde es geben ohne Ende. Aber anscheinend sind es immer noch zu wenig Fahrer, die hier aktuell unterwegs sind. Ja, wir warten jetzt knapp 2 Wochen. Gestern ist die Abholung gekommen, der Abholschein. Da fahren wir gleich morgen hin. Nach Germersheim war das, glaube ich. Ja, überall von Karlsruhe. Genau. Ja, also wir sind. Ah, da ist, glaube ich, ein Blitzer steht da. Da muss ich aufpassen. Oh, da müssen wir gleich mal gucken. Wo siehst du denn den? Ja, der fährt meistens in rechts dort. Ja, der fährt. Nee, das ist ein mobiler Blitzer, der fährt so. Aber sieht so aus. Ja, von der Optik schauen die alle aus. Caddy-mäßig, ganz genauso. Also, ja, heute den Opel Insignia abholen. Wir haben noch 400 Kilometer zu fahren, hast du schon gesagt. Und morgen den 6er, 645er, den wir schon vorher besprochen haben. Und so ist halt eben die Situation, dass wir eben nicht die Autos so schnell reinbekommen, wie wir sie gerne hätten. Ja, das war früher besser. Also ja, das ist seit 10 Jahren, seitdem man auch nichts mehr bar bezahlen kann, ist eigentlich der Autohandel eigentlich fast, wie er real läuft, nicht mehr möglich. Es geht nur noch über Banken und dadurch verzögert sich eigentlich auch alles nur noch.
Und also einen richtigen Autohandel in der Form gibt es eigentlich schon seit 10 Jahren nicht mehr. Seitdem also alles gesteuert wird und verlangsamt wird vor allem. Autos stehen teilweise 2 Wochen rum, obwohl man sie gekauft hat und kann sie nicht abholen. Ja, es ist eigentlich mehr oder weniger fast nicht mehr möglich, einen normalen Autohandel zu führen, weil man braucht ja die Ware, um sie zu verkaufen. Wenn sie aber nicht da ist, ja, dann kann man sie natürlich auch nicht verkaufen. Mit dem Opel Insignia ist es ziemlich schnell gegangen. Das war innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, war der Abholschein da. Mhm, das ist echt mal schnell gegangen, also das ist mal Seltenheit. Weil es nicht bei Auto 1 gekauft ist, das Auto. Ja, also ja, jetzt glaube ich, fahren wir weiter und... Irgendwann gibt es Frühstück, dann sind wir aber auch schon oben, Auto abholen, schauen wir uns das kurz mal an. Und na, wie man sieht, jetzt ist es auf der linken Seite auch wieder weniger Verkehr, also zum Glück ist kein Megastau. Und ja, wir kommen eigentlich ganz gut voran, also Ankunftszeit ca. 11 Uhr ungefähr. Ja, auf dem Weg Richtung Nordrhein-Westfalen sind wir mit einem Skoda unterwegs. Wie heißt denn mal Skoda? Ja, das, wenn ich wüsste. Das sind zwei, die hören sich gleich anschauen und gleich aus. Kodiak ist es nicht, glaube ich. Das war der große, den wir letztens verkauft haben. Der ist kleiner als das dann Kodiak. Das ist der Karoq, glaube ich, heißt der. Okay, ja. Steht jetzt auch nirgendwo drin, habe ich nämlich gelesen zumindest. Hinten auf der Heckklappe steht das drauf. Ja, das ist das Einzige. Hier drin, glaube ich, habe ich es nicht gesehen. Aber ich muss sagen, der fährt sich wenig besser als der Kodiak. Also merkt man schon die Größe, dass der kleiner ist. Ja, der große, der Kodiak, der fährt sich schon sehr so wie eine Art so ein Hochhaus, wenn man den irgendwo hinlenkt. Also auch von der Lenkung her ziemlich indirekt. Ja. Ich habe den jetzt vorher auch mal ganz kurz gefahren, die ersten Kilometer, gestern besser gesagt, kurz mal gefahren, mal abholen. Und macht ja ein bisschen mehr Laune als der ganz große. Ja, innen drin ist ganz schön verarbeitet, also ordentlich auch das Material hier. Hier vorne hat er so, das ist eigentlich auch so ein Holzleiste, aber ganz klein, also rundherum, also seitlich auch das schöne dunkle Holz, nicht so helles. Und Lenkrad ist auch ein bisschen anders. Normal haben die hier diese Speichen drin, das ist ein bisschen abgeändert. Da ist gar nichts. Ja. Und natürlich dann hier dieses neue virtuelle Cockpit, was es immer mehr modern wird, wo man umschalten kann. Mhm. Da kannst du dann hier innen drin natürlich auch umschalten, müssen wir mal kurz gucken. Da auf der linken Seite kannst du dann wechseln, was du überhaupt dir anzeigen willst. Zum Beispiel kannst du das Navi hier reinsetzen. Also das ist alles gar nicht mal so schlecht gemacht. Aber es schluckt ziemlich viel, ne? Benziner. Ja, Benziner. Also Benziner. Jetzt. Wir sind mit vollem Tank losgefahren. Jetzt haben wir aktuell 10,6 Liter jetzt verbraucht. Insgesamt mit dem, was wir jetzt gefahren haben. Gut, wie gesagt, Benziner, wir fahren immer Vollgas, solange es frei ist, weil sonst kommst du nicht an. Aber heute ist irgendwie alles voll, ne? Überall, zwischendrin immer, ja. Da haben wir wieder mal kurzfristig wieder ein bisschen leer. Aber wenn du filmst, dann fahren wir ganz langsam. Ja, genau. Das, dann hört man auch ein bisschen mehr. Ja. Ja, aber zumindest, wir kommen eigentlich ganz gut voran, ohne Stau. Einzige Problem, was wir haben, die Autobahn A45, die wir normalerweise fahren würden, die jetzt eigentlich hier auch anzeigt. Genau. Oder? Die wird die nächsten 3 Jahre nämlich irgendwo bei... Wo ist die gleich wieder? Ausfahrt, auch der ganz lustige Name. Da ist die komplett gesperrt, da müsste man theoretisch dann wieder runterfahren. Deswegen überlegen wir gerade, ob wir nicht auf der A3 durchfahren. Also das werden wir uns dann noch überlegen, ob wir das jetzt direkt auf der A45 nochmal fahren, wie beim letzten Mal, oder A3 durch Richtung Köln rauf. Das ist das einzige Problem. Ich muss sagen, dass man echt Glück gehabt hat mit dem Mietwagen. Das stimmt, ja. Weil die kosten jetzt... Was kostet so ein Auto? Über 200 Euro. Also wenn man es jetzt ganz normal von einem Tag auf den anderen mieten will, unter 200 Euro gibt es eigentlich überhaupt nichts mehr. Das jetzt für 80 Euro bekommen. Das ist knapp 80, 82 Euro. Also wirklich aktuell eigentlich geschenkt mit dem, was man vergleicht, was man aktuell zahlt. Und vor allem viele Mietwagenstationen haben gar keine Autos mehr dastehen. Also so schwer einen Mietwagen zu bekommen, das glaubt man gar nicht. Ja, es ist nicht mehr so, wie es vorher war. Also die Zeiten haben sich geändert. Zum Glück, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber diese, wo wir jetzt aktuell unterwegs sind, die haben jede Menge Autos, also mehr als genug. Das sind die einzigen, ja. anscheinend. Und alle anderen, die wir probiert haben, sagen von vornherein nichts, gar nichts da. Ja. Also wir sind froh, dass wir ein Auto bekommen haben, sonst hätten wir jetzt die Tour mit unserem eigenen Auto fahren müssen. Ja, da fahren wir morgen. Ja. Sparen wir uns die Kilometer. Ne? Das morgen wird dann für den Sechser abholen, genau. Das sind es gerade mal 300 Kilometer in eine Richtung. Und das macht man im Privatauto. Und jetzt sind wir eben noch mit dem Skoda Karoq unterwegs. Ja. Genau. Also bis jetzt muss man sagen, gar nicht mal schlecht. Ja, fährt sich gut. Ja, ja, auch von der Verarbeitung her auch nicht übel. Und das ganze Auto ist eigentlich ein schönes, geräumiges Auto. Ich glaube, den Kodiak, den bräuchten wir theoretisch gar nicht, vom Platz her. Ja. Aber am besten fährt sich der Kompakt. Das ist klar, unser 46, ja. Genau. Ja, hier unten auch schönes DSG-Getriebe. Also damit kann man schon angenehm reisen, ja.
So, jetzt haben wir es auch schon geschafft. Wir haben noch eine Reichweite von 45 Kilometer. Und das nach einer Fahrtstrecke von, ich glaube, nicht einmal, nicht einmal 300 Kilometer. Ja, und jetzt wird es uns gleich umhauen. Ich weiß gar nicht, wo die Spritpreise momentan angeschrieben sind. Bitte am Ende der Straße links abbiegen. Aber ich glaube, es wird heute richtig teuer. Das dürfte Rekordwert werden. Mal schauen. Ja, das sind aktuell die Preise für den Sprit. Also wir haben jetzt wirklich absoluten Rekord erreicht. Ich glaube, jetzt muss ich mal schauen. 2,30 Euro sind es bei Super Plus, glaube ich, ja? Ja, 2,30, 2,10 bei Super und E10 2,4. Ja, also das wird jetzt natürlich in den nächsten... Und diese 2 Euro. Ja, das ist natürlich schlecht, aber wir sind auf der Autobahn, ist ein bisschen teurer. Ja, ja, aber ich glaube, momentan sind wir so billig, wie wir wahrscheinlich unser ganzes Leben lang nicht mehr bedanken werden. Also zumindest solange die Krise anhält. Ja. Wahrscheinlich 5 Euro pro Liter, ne? Dann. Ja, später. Man weiß natürlich nicht, ob das dann wirklich auch dauerhaft so in die Höhe geht, aber aktuell sieht man, an den Tankstellen ist auch nicht viel los und sind in der Früh unterwegs. Früher waren hier in der Früh schon die Leute gestanden, haben Frühstück eingenommen und so. Das ist jetzt alles eigentlich auch aktuell durch Corona schon beendet. Naja, und jetzt geht es eben die nächste Sache rein. Also wie gesagt, die Preise, die explodieren momentan. Ja, leider ist es so. So, wir sind angekommen bei der Abholung von dem Opel Insignia. Das Auto steht jetzt direkt vor uns und Überraschung, das Auto ist richtig sauber. Also der ist bestimmt schon mal aufbereitet worden. Du schaust das Auto mal innen drin nochmal an. Hast so vorhin sieht schon mal. Das normalerweise nicht aus. Nee, das so ist mal sauber. Was anderes, ja. Alles picobello sauber hier drin. Auch hinten aufbereitet. Entweder kommt der aus der Ausstellung. Ich kann auch den Motorraum zeigen. Also wo ist die Hebel? Auch der ist sogar herausgewaschen. Deswegen gehen wir davon aus, dass das Auto wahrscheinlich irgendwo in der Ausstellung gestanden ist. Ich verstehe zwar nicht, warum das Auto da nicht dort verkauft worden ist. Weil ich meine, so ein Auto mit so wenig Kilometer in so einem schönen Zustand und vor allem mit dieser Ausstattung, das muss man ganz heftig betonen bei dem Auto, kriegt man eigentlich für das Geld aktuell überhaupt nicht mehr zu den Konditionen. Das Auto hat ja wirklich eine Ausstattung, wie es manch Luxusfahrzeug nicht bietet. Hier unten diese schöne AGR-Sitze mit Massagefunktion und dann Breitenverstellung, also richtige schöne Sportsitze, auch mit Oberschenkelauflage. Die ist allerdings mit der Hand zum Ausstellen, der Rest ist elektrisch hier. Dann so ein paar Features sind natürlich die Rückfahrkamera hat er auch. Nicht nur, glaube ich, Rückfahrkamera, sondern Surround-Kamera, soweit ich jetzt gesehen habe. Ich weiß, ich habe kurz mal reingeschaut, vielleicht hat er sogar Surround. Dann hier diese ACC, der Active Cruise Control, Abstandstempomat drin. Hier innen drin die Schalterleiste, ist immer ganz wichtig beim Insignia. Je mehr da drin ist, umso besser. Da hat er auch das verstellbare Fahrwerk, in der Härte verstellbar. Dann Spurverlassenswarnung, den Parkautomaten hat drin, großes Navigationssystem, sogar hier oben, typisch vom BMW bekannt, der ja, optisch zumindest belederte Himmel sozusagen vom Armaturenbrett. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Auto ist wie gesagt sauber, picobello. Und jetzt müssen wir zum Tankstall fahren, ganz schnell, ja. Weil sonst springt er nicht mehr an. Ja, das AdBlue ist auf Reserve. Und das machen wir jetzt als allererstes. Volltanken müssen wir sowieso und dann wird auch gleich aufgefüllt. Aber man sieht, das Auto ist wirklich einwandfrei aufbereitet und schön. Also das und ist natürlich. Vorher ist sogar bei uns gelaufen, in der Nähe von München unter Schweißheim. Genau. Also, die kommt wieder zurück. Ja. Wieder zurück, genau. Hin und her gefahren, das heißt 600 Kilometer nach Hause, wo er herkommt. Ja, da waren auch die Inspektionen, alles war hier drin, bei Unterschleißer gemacht. Ja, da kann man sich mal freuen. Und der Kunde bekommt ein schönes Auto. Wir können kurz mal dann berichten, was sein Spritverbrauch ist, weil der da drüben ist heftig. Dieser Skoda Karoq, glaube ich, heißt er wieder. Der braucht gerade mal so zwischen 11 und 12,5 Liter bei Autobahnfahrt. Zweimal getankt, jetzt müssen wir nochmal tanken. Ja, das ist also das geht schon ins Geld. Deswegen ist auch momentan die Nachfrage nach solchen Fahrzeugen wie hier extrem gestiegen. Also das Auto, wie gesagt, ist schon dreimal verkauft. Wir wissen noch nicht, wer das Auto dann wirklich kaufen kann oder wer sich dann wirklich schnell dafür entscheiden wird. Weil jetzt sind eben Diesel gefragt, die eben nicht so hoch dastehen wie der hier und extrem Spritverbrauch durch die allein durch die Optik, durch die Kulisse schon haben, allein durch die Schrankwandkulisse, sondern die wollen jetzt wieder flache Autos mit Dieselmotoren, die wenig verbrauchen. Und da ist natürlich jetzt momentan Mangelware an den Fahrzeugen angesagt und die gehen natürlich jetzt weg wie warme Semmeln. Jetzt muss der Alex etwas machen, was er überhaupt nicht mag. Nein, das Abfall. Das ist zwar hier AdBlue nachfüllen. Und hier ist von so einem Kanister hier. Da muss man so aufpassen. Ja, genau, wegen dem Lack. Das
dass man da nichts verschüttet. Ja, hier sind schon Tropfen rausgekommen. Jetzt muss ich schauen, dass das Zeug hier irgendwie reingeht hier. Ja, der ist komplett leer, der Ofen. Ja, da geht nichts hier. Der zeigt schon an, in 750 Kilometer ist kein Start mehr möglich. Jetzt hoffen wir nur, dass das Ding hier drin bleibt. Oben ist schon offen. Und jetzt wird das ganze Zeug mal reingekippt hier. Ich hoffe, dass da 10 Liter reinpassen. Das wird es nicht sein. Das geht schon. So. Jetzt darf ich ja nicht rauskommen von dem Dreck. Ja. Das ist eine blöde Sache, was die dir gemacht haben mit dir. Deswegen hat sie es auch nicht verkauft, der Müll vorher. Vor 10 Jahren. Machen Sie das immer noch? Ja, jetzt ist es ja Pflicht. Vor 10 Jahren hat es wahlweise gegeben, mit Euro 6. Hat es keiner gekauft. War die Steuer, glaube ich, günstiger mit dem FQ? Auch das und wollte keine Ahnung, Auto war halt teurer. Und jetzt sind wir lieber ohne dem gefahren. Und jetzt haben sie danach ihren Dieselskandal gehabt. Ja? Und jetzt haben sie es alle. Siehst mal. Das ist das, wenn man die Leute vor die Wahl stellt. Gell? Und teuer ist es auch, ne? 22, 23 Euro hier in der Tankstelle direkt. Ja. Ja, was wir an den 2 Tagen jetzt am Sprit raushauen, am Geld. Das schaffen andere nicht mal für die Miete in der, für die Wohnung oder fürs Haus. Das ist ja heftig. Ich schätze 400 Euro. Jetzt gerade waren es knapp 200 Euro hier. 200. Das waren jetzt die 2 Autos. Okay. Und davor waren es beim Herfahren 80. Ja schon. Einmal 80, einmal 50. Ja. Also wie gesagt, wenn man heute keinen Diesel mehr fährt. Und morgen fahren wir auch noch 600 Kilometer ja, mit 2 Autos. Das sogar mit unserem Benziner, mit 2 Benzinern ja. zurück. Ja. Ja. Also wie gesagt. Also ich schätze mindestens 400. Was schätzt du? Ja, mindestens. Mindestens, ja. Auf dem Heimweg haben wir jetzt schon ein paar Kilometer zurückgelegt. Und wie man jetzt schon sehen kann, wir haben jetzt über 113 Kilometer gefahren. Durchschnittsgeschwindigkeit 110 entspricht ungefähr genau dem, was wir beim Losfahren gehabt haben mit dem Skoda Karoo, glaube ich. Keine Ahnung, ja. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall sieht man hier schon deutlichen Unterschied. Hier hat man einen Verbrauch mit so einem Diesel, der was relativ flach und windschnittig gebaut ist, mit 6,7 Liter. Vorher waren wir also in höchsten Phasen bei, ja gut, das war jetzt aber wirklich Liter, also über 12, über 12 Liter. Ja, ja. Das hat sich dann aber eingependelt am Schluss, waren wir bei knapp um die 10,4, also mit dem langsamen Fahren am Schluss. Aber wir werden es am Schluss nochmal sehen, ganz am Ende, wenn wir den Durchschnittsverbrauch, da können wir es auch vergleichen mit der ganzen Tour, mit dem Skoda vorher. Ja, und jetzt haben wir natürlich auch, was wir jetzt schon seit langem immer mit dabei haben, den Kali-Adapter bei neuen Autos, die wir abholen, die wir nicht kennen, um einfach mal hineinzuschauen, ob er irgendwelche Fehler schon mal abgelegt hat oder ob, ob irgendetwas zu machen ist am Fahrzeug. Und natürlich, falls jetzt beim Heimfahren irgendwas sein sollte, dass man darauf reagieren kann. Jetzt muss ich natürlich erstmal den hier verbinden. Ich schaue mal, ob ich das Bluetooth eingeschaltet habe. Oben ist Bluetooth schon eingeschaltet, jawohl. So, und jetzt neues Auto hinzufügen. Und jetzt muss ich natürlich den Opel raussuchen. Lotus, also alles mögliche an Fahrzeugen sind hier drinnen. Und jetzt müssen wir die neue Update runterladen. Wir haben nämlich bis jetzt bloß immer BMW gehabt. Das dauert ein paar Sekunden oder ja, geht es euch relativ schnell. Und schon ist es fertig. Opel ist da. Jetzt fragt er uns, ob wir Hilfe brauchen. Jetzt suche ich natürlich das Auto raus. Mal den. Da ist er ja, ein Senior, das bleibt da. Und jetzt Baujahr muss ich auch noch eingeben. 2019 ist das in dem Fall hier. Nochmal drauf tippen. Und ein Dieselhammer. So, da ist er schon. Opel Insignia Diesel. Und jetzt kann ich als allererstes einmal eine Verbindung herstellen. Dauert einen kurzen Moment, ich hoffe, man sieht es beim Licht, was aktuell jetzt ein bisschen schräg ist. Update verfügbar, macht er uns nochmal rein. Update machen. So, Auto ist neu angelegt, Update ist draufgeladen. Jetzt machen wir natürlich die Diagnose. Und durchführen. Dauert auch wieder ein paar Sekunden, fängt gerade an zu laufen. Und sobald es fertig ist, sehen wir schon mal den ersten Überblick, was dem Fahrzeug so in letzter Zeit gefehlt hat oder was für Mängel vorher schon mal waren. Tatsächlich hat der Kali-Adapter nur einen einzigen Fehler gefunden, und zwar in der Motorsteuerungsmodul. Alles andere war ja, ohne Beanstandung. Jetzt schaue ich mal einfach mal drauf. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ja, jetzt geht's ja. Also, was haben wir denn da? Beschreibung, NOx-Sensor, naja, das kennen wir ja auch von anderen Fahrzeugen zu Genüge.
steht aber schon dabei unkritisch, kann damit zusammenhängen, eventuell, es war nämlich vorher gerade beim Abholen, unser AdBlue auf Reserve, dass er vielleicht deswegen mal einen Fehler kurz abgelegt hat, dass er zu wenig abbekommen hat. Jetzt mache ich natürlich nochmal eine Prüfung, läuft auch nochmal ganz kurz durch, es geht dann ins Steuer, geht direkt rein und dann kann ich den Fehler theoretisch, wenn er jetzt noch, ja, ist er noch aktuell drin ist, kann ich ihn auch dann löschen. Wer sagt jetzt mal, es gibt noch für den Adapter einen Universaladapter mit der speziellen Software, den könnte man jetzt auch extra noch dazu sich besorgen, brauchen wir jetzt in dem Fall aber nicht, sondern jetzt mache ich löschen. So, jetzt wird gelöscht und dann ist der Fehler auch draußen. Man kann später nochmal reinschauen, ob der Fehler nochmal auftauchen sollte, dann könnt ihr vielleicht wirklich was vorlegen. Aber wie man sieht, jetzt ist er komplett fertig, jetzt kann ich hier schließen machen und er hat jetzt den als alten Fehler abgespeichert. Alle anderen Steuergeräte, alles auf grün. Könnte man jetzt natürlich auch nochmal überall reinschauen, ist aber jetzt nicht nötig. Wir sind jetzt fast zu Hause. Mittlerweile ist es schon dunkel geworden. Ja, und wir haben es jetzt 6:30 am Abend. Wir sind jetzt insgesamt 13 Stunden unterwegs gewesen. Auto gefahren, 13 Stunden, ich glaube 300 € am Sprit verfahren. Ja, neuer Rekord. Aber da werden wir jetzt regelmäßig davon berichten. Also bei 300 wird es nicht bleiben. Ja, irgendwann nochmal Schnauze aufholen. Genau. Ja. Aber zumindest ist es ganz schön, dass man jetzt eben hier gerade mit solchen Fahrzeugen, was wir jetzt gerade holen, wirklich nochmal ein klein wenig sozusagen die Geldschraube zurückschrauben kann. Wenn man in der unglücklichen Lage ist, so ein SUV zu fahren mit Benzinmotor zum Beispiel, da kann man richtig sparen. Also deswegen aktuell sind die diesel-windschnittigen, flachen Autos extrem gefragt. Man sieht, wir haben jetzt 7,2 Liter verbraucht bei deutlich höherer Durchschnittsgeschwindigkeit als vorher. Diesel ist zwar auch teuer jetzt. Ist fast gleich. Also E10 und Diesel war 2-3 cm Unterschied. Aber zumindest ist der Verbrauch günstiger. Genau. Über 3 Liter. Aber nicht teuer. Ist ja, wenn man viel fährt, ist es wurscht. Ja, ist egal. Aber das sind jetzt 3 Liter auf 100 Kilometer, was man sich spart. Bei 600 Kilometer sind 3x6 18 Liter. Und das Ganze mal bald 2, da bist du pro Fahrt bei fast 40 Euro weniger. Okay. Das summiert sich. Einmal essen gehen. Ja, wird auch bald nicht mehr so günstig sein. Ja. Die haben es heute schon gesagt, die Preise für Lebensmittel werden jetzt auch ansteigen. Ja, ja, ich bin ziemlich müde, du auch. Ne? Ja, genau. Ich kann ins Bett gehen gleich. Ich kann arbeiten, jawohl. Ja, Alex kann jetzt im Büro noch andere Autos kaufen. Und für heute ist Schluss. Für heute ist Schluss. Wir fahren morgen früh wieder los. Wir fahren weiter, ein Auto abholen, den 6er, das haben wir schon gesagt. Und ja, also bis morgen dann. Ja, heute ist der nächste Tag und wir haben jetzt den 6er abgeholt. Ja, der sieht vom Zustand her, so wie auf den Bildern wir erwartet haben, nicht so toll aus. Da ist halt ein altes Auto. Die ganzen Sachen hier mit Stoßstangen. Die Schäden haben wir ja schon mal kurz beschrieben und das ist natürlich jetzt, hat sich auch bewahrheitet. Also die Stoßstange hinten haben wir schon kalkuliert, müssen wir lackieren. Hier hinten ist es angefahren. Angefahren mit der Spraydose lackiert. Das sieht man gleich auf den ersten Blick. Ja, das ist ganz matt. Aber zum Glück nur bis hier hin. Also oben Seitenteil fehlt nichts. Das haben wir kalkuliert schon vom Abholen her. War auch angegeben, muss man dazu sagen, bei Auto 1. Stoßstange hinten komplett lackieren. Dann war auch ganz genau angegeben hier dieses Seitenteil. Das ist auch mit der Spraydose lackiert. Das auch, ja, heftig. Hier. Ja, da war also das muss alles gemacht werden hier. Das haben wir gewusst. Das heißt, der Seitenteil wird lackiert. Dann hier vorne Kotflügel, haben wir auch gesagt, wird lackiert. Dann haben wir auch angefahren. Ja, das war nicht angegeben, genau. Das war nicht angegeben. Also das hier war angegeben, die Stoßstange hier vorne, das sind die Teile, wo wir schon kalkuliert haben. Aber, wie du sagst, hier unten, der Schweller war wieder mal nicht angegeben. Und das ist aber ganz normal bei Auto 1, da wird immer gerne über alles weggeschaut. Ein paar Sachen werden angegeben. Und der Rest, naja, das ist halt bei der Überraschung beim Abholen immer. Die Reifen, die waren auch schon am Ende. Ja. Also das haben sie schon gesagt bei Auto 1, die sind vorne schlimmer als hinten. Ja, also, die sind wirklich weg. Also die außen komplett am Ende. Ja, das ist also auch zu machen, haben wir aber auch gewusst. Wie gesagt, die Räder hätten wir so auch komplett getauscht. Das Einzige, was jetzt aktuell mit dazugekommen ist, auf den ersten Blick jetzt zumindest, ist der Schweller hier unten. Aber wie gesagt, das ist jetzt für Auto 1 sogar noch ein Pluspunkt. Also auf den ersten Blick war das jetzt erstmal die erste Überraschung. Dann schauen wir gleich mal unter die Haube. Das bin
wegen W-Zeichen müsste man auch tauschen. Ist aber immer Quali kaputt. Das ist ein altes typisches Auto halt. Ja, gut, das ist BMW, Qualität, ja. BMW heutzutage. Da kann das Auto nichts dafür. Wenn man bei sowas spart, dann ist man natürlich irgendwann auch kein Premium-Hersteller mehr, muss man auch dazu sagen. Gell? Hier oben ist es sogar noch dran. Und der Motor selber schaut absolut top aus. Bin mir sicher, das ist schon mal getauscht worden hier, Thermostat. Motor ist auch abgedichtet worden, haben wir auch die Bestätigung von der Historie von BMW, Ventildeckeldichtung, alles gemacht. Motor läuft auch wunderbar und ganz wichtig, Motor qualmt nicht. Also Schaftdichtungen sind bei dem Auto, bei den Kilometern noch nicht kaputt. Das ist ganz wichtig. Müssen wir nicht wechseln, ja. Ja, zum Glück. Ja, zum Glück. Uns, ja. Gut, wie gesagt, bei 92.000 Kilometer, alle Service x-mal bei BMW gemacht. Da dürfte man noch ein bisschen Zeit haben, bis die mal wirklich zum Wechseln wären. Du schaust mal einfach innen rein. Also ich finde, das Auto ist jetzt innen besser als außen. Stimmt, ja. Also, es ist meistens immer andersrum. Ja, aber ja, außen sieht er halt nicht so toll aus. Ja. Das ist die typische Stelle vom einen Aussteigen. Kann man, wie gesagt, ganz leicht aufbereiten. Ist zum Glück nichts weggerissen, wird einfach nur sauber gemacht und neu lackiert. Bei Schwarz gar kein Problem. Innen drin ist halt das Auto hier in den letzten Jahren nicht mehr sauber gemacht worden. Mhm. Ist immer nur bei BMW gemacht worden, die Innenreinigung. Aber das ist in letzter Zeit natürlich schon lange nichts mehr gemacht. Drüben sieht es ganz gut aus. Beifahrerseite ist wie erwartet fast nie jemand drin gesessen. Hinten sowieso immer bei den 6er Coupés. Da sieht man noch, da waren ab und zu mal die Winterräder drin. Da sieht man noch ein paar Spuren. Dachhimmel ist super schön beieinander, zustandsmäßig. Und auch hier hat man kein Problem mit den Lenkradspangen, mit diesen ewigen Softlack-Schäden. Das gibt es hier nicht. Hat der gleiche Metall dran, ab Werk. Ja, und alles in allem sauber machen, aufbereiten. Innenausstattung ist nicht das Problem. Außen ist halt einfach die Sachen nur lackieren, aber das haben wir gewusst. Also alles in allem kann man mit dem Auto 1 Auto wirklich zufrieden sein. Bis jetzt, das müssen wir erstmal fahren. Deswegen haben wir jetzt noch etwas, genau. Abfragen. Wir wollen jetzt mich jetzt noch mit Kali-Adapter nochmal kurz durchschauen. Ob nicht aktuell noch irgendwelche Sachen sind, die vielleicht schon beim Heimfahren vielleicht beachtet werden müssen. Dazu steckt man die einfach jetzt mal ran. Ja. Jetzt ist der Kali-Adapter angesteckt. Man hört, die Spannrolle ist laut. Ja, die hört man ein bisschen quietschen. Da werden wir die Rolle auf jeden Fall tauschen. Ja. Und was ganz wichtig ist immer, der Tank ist auf Reserve. Gleich zum Tanken, ja. Wie immer. Das ist aber auch fast immer der gleiche Fall. Ja. Wir haben jetzt schon mal den Gebrauchtwagen-Check herausgesucht. Verbunden ist er, glaube ich, schon. Das ist jetzt Gesundheitszustand. Ich schaue mal kurz zurück. Diagnose wollen wir jetzt noch nicht. Wir wollen jetzt erst einmal den Gebrauchtwagen-Check. Und jetzt geht's los. Starten. Das ist für uns natürlich beim Abholen immer der wichtigste Punkt, um gleich mal festzustellen, ob irgendetwas auffällig ist. Also bei den Kilometern haben wir jetzt keine Probleme. Der hat jetzt, wie gesagt, 92.900 und ist auch x-mal bestätigt von BMW. Wenn das stimmt, ne? Da kann man nichts, fälschen. Das geht nicht. Ja, beim Auto, was bei BMW ist. Bei Kali kann man auch nachschauen, ob die Kilometer stimmen. Richtig, genau. Und das haben wir jetzt auch schon mal durchgemacht. Fahrgestellnummer hat er abgefragt. So, jetzt haben wir den Kilometerstand. Da haben wir jetzt das Baujahr 2004, Kilometerstand exakt 92.900. Oh, der hat sogar 40 Kilometer zurückgedreht worden. Also jetzt haben wir schon entlarvt, 92.081 ist hier geschrieben. Und das ist schon ganz interessant, wieder jährliche Kilometerlaufleistung, gerade mal 5.100 Kilometer. Und hier steht dann natürlich Glückwunsch, dein Fahrzeug befindet sich soweit den Kilometerstand vergleichbar. Das kann ich mir noch nicht vorstellen. Vergleichbare Kilometer, aber der hat schon extrem wenig Kilometer. Aber er liegt zumindest laut dem, was die hier schreiben, im normalen Rahmen. Kilometerstand nochmal hier bestätigt. Und der höchste Kilometerstand ist auch nicht weiter als das, was wir hier haben. Also das ist der kleinste und hier haben wir den größten. Und genau dazwischen liegen wir. Gehe ich nochmal zurück. So, was haben wir noch? Was kann man noch abrufen? Dann haben wir noch die Durchschnittsgeschwindigkeit. Also der ist mehr gekrochen als gefahren. Das würde auch wieder zusammenpassen. War, wie gesagt, bestimmt eine ältere Person. Das ist mit den Betriebsstunden abzugleichen, ist auch okay. Und jetzt schaue ich nochmal auf die Fahrgestellnummer. Ja, da haben wir auch noch die Fahrgestellnummer. Können wir hier nochmal auslesen. Und ganz wichtig, Lichtmodul ist auch identisch. Also auch da ist nichts getauscht worden. Also den Check haben wir schon mal gut bestanden. Jetzt machen wir so, wir sind jetzt zu Hause angekommen und wir haben die Heimfahrt von dem 6er gar nicht mehr gefilmt, weil wir echt erschrocken waren, in welchem Zustand der sich befindet. Wir haben uns getäuscht, die Ventilschaftdichtung ist am Ende, also der haut Öl raus, hinten vom Auspuff kommt weißer, ja, weiß-blauer Dampf raus. Und da sind noch ein paar andere Sachen, die
technisch wirklich am Ende sind, aber da werden wir im nächsten Video berichten, was an dem Sechser alles kaputt ist. Das ist wirklich, wir sind erschrocken und wir würden das Auto am liebsten zurückgeben, wieder an Auto 1 zurück und die Sache mit dem Sechser beenden. Aber das wird nicht so leicht gehen. Wir werden uns das Auto auf jeden Fall noch die Woche auf der Bühne anschauen von unten. Da finden wir bestimmt noch andere Sachen und ja, wir werden weiter berichten, was an dem Sechser alles kaputt ist. Ja, also bis zum nächsten Mal dann.